Damit herzlich willkommen zu einer Folge Evolve Stage 2. Heute wieder mit Mane. Hallo. Und heute spiele ich mal als der Behemoth. Das ist dieses prächtige Viech hier. Sehr cooles Monster. Ich habe zwar lange nicht mit dem gespielt und das Team hier, die sehen auch nicht alle so unerfahren aus, bis auf den Typen da, dieser Metal Mike. Ich weiß zwar nicht, wer das ist, aber der ist wahrscheinlich richtig scheiße. Ja. Also was ich glaube, ist, dass der Kakaobaum als Crow richtig scheiße ist. Okay. Ja, deswegen versuche ich einfach diese mal diese... Galaxy Rainbow erst. Ja, vor allem. Oh, ja. Das ist ja Crow. Dann könnt ihr mich sehen. Naja, ich versuche einfach mal die Runde hier zu gewinnen. Ich hoffe einfach, das wird was Gutes. Ansonsten halt nicht. Oh, ja. Was kann der Behemoth denn? Er kann einmal eine Lavabombe spucken. Feuere eine Magma-Kugel ab, die beim Aufprall explodiert. Die Explosion hinterlässt Lava-Pfützen, welche die Gegner verbrennen. Dann gibt's Schnappzunge. Lasse seine Zunge auf Gegner zuschnellen, um sie zu dir zu ziehen, aber pass auf beim Zielen. Riss feuert eine Energiewelle in einer geraden Linie ab, die Schaden verursacht. Und, den anderen Text kann ich gleich erst vorlesen. Also wir spielen auf jeden Fall Wetterstation und Felswall. Große Steinplatten brechen aus dem Boden und bilden eine Steinwand. Die Mauer zerfällt nach kurzer Zeit wieder. Das kann man als Angriff, also zum Abschirmen zwischen den Jägern oder zum Schützen von sich, wenn man irgendwie in einem Höhlengang ist oder so, benutzen. Ja. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ich finde übrigens, der BM auf sieht am coolsten aus von allen Monstern. Ist mein Handy gerade runtergefallen. Warum, Tim? Oh. Warum hast du sowas? Was, ich? Ach so, keine Ahnung. Ja, war aus Versehen. Ich hoffe übrigens, dass es kein FPS-Shit hier ist, weil wir haben davor noch eine andere Folge aufgenommen und da war es nicht so nice von FPS-igkeit her. Wow. Ich bekomme von YouTube so die Benachrichtigung, jemandem gefällt dein Kommentar. Like. Das ist der beste Kommentar. Leute, ihr müsst übrigens wissen, irgendwie tun wir Evolve immer vorproduzieren, glaube ich. Ja. Weil irgendwie nehmen wir nie richtig Evolve an dem Tag auf, wo es rauskommen soll zum Beispiel. Sondern wir nehmen irgendwie ganz viele Folgen an einem Tag auf und die werden dann in den nächsten Wochen hochgeladen. Wie viel haben wir heute? Ja, also wie viel ist es jetzt, die wir aufnehmen? Nein, keine Ahnung. Zweite. Übrigens Leute, falls ihr Evolve feiert, dann einfach mal ein Like da. So, oh Gott. Mal gucken, wie ich das so schlagen werde. Es leckt ein bisschen, bemerke ich. Weiß nicht gerade, woran das liegt. Aber ich hoffe, es ist besser. Es sollte eigentlich 72 FPS sein gerade. Aber, ja. Alter, kann es sein, dass Behemoth schneller geworden ist? Ich hatte gar nicht so schnelle Erinnerungen. Oder kann es eigentlich sein, dass Heißzeit Behemoth langsam ist? Denn Leute, ihr müsst wissen, ich habe auch den Heißzeit Behemoth gekauft, für den wird die nächste Folge kommen. Für Monster. Die nächste Monster-Folge. Übrigens, falls ihr Lust habt, könnt ihr mal übrigens unten in die Kommentare schreiben, was ihr näher mögt, Monster oder Jäger. Dann werde ich mich darauf anpassen und entsprechend mehr mit Monster oder Jäger spielen. Oder hier. Ja, was wollte ich sonst noch sagen? Ich weiß nicht. Ja, wir werden auf jeden Fall jetzt vielleicht nochmal eine Folge aufnehmen. Da. Na, Maggie. Achso. Wie kommt denn... also der Eiszeit-Behemoth kommt ja, danach kommt noch eine Folge und dann kommt die Maggie-Folge. Und noch was Kleines, Specialiges dazu. Von da. Schätze ich, oder? Crow. Crow, der Rapper. Sänger. Hat er dazu einen Song geschrieben und deshalb weißt du das? Guck mal, Kakaobaum. Kakaobaum. Wo ist denn der? Da. Das ist eine Lavabombe. Was? Alles andere auch. Zack. Einer Sack aus dem Maximum. Friss meine Super-Power-Kraft, ja. Ist aber fast down. Ja, ist das ein Feuerschaden, oder? Ich stirb einfach, ja, wenn man ein bisschen.
Kakao raus. Werbung im Anflug. Jäger, tot. Oh, Tim. Jetzt hast du mich getötet. Ja, das war jetzt so schlimm. Das spawnt sich ja eh gleich wieder. Ich spawn jetzt wieder. Deswegen bin ich gestorben. Der Rap ist aber da. Wir haben uns das jetzt verdient, dich umzubringen. Willst du kurz zurückkommen, damit ich dir wenigstens noch einen Hit geben darf? Nein, eigentlich nicht. Mama. Nichts, Mama. Seid ihr hier irgendwo? Nein. Ja. Also ja, irgendwo auf der Map seid ihr schon, aber... Immer ein Faultier. Das Monster hat sich entwickelt. Versuch's so. Vielleicht klappt's. Vielleicht auch nicht. Letzter Wert mich jetzt gesehen. Ja, ich seh dich auch hinten. Das ist natürlich sehr unpraktisch. Hast du einen Buff? Ein Buff? Ein B-A-F-F. Buff? Ein Bach, Kuppel bereit. Bis die Kuppel ist bereit. Du kommst da nicht in die Höhle rein, du. Ich bin in der Höhle. Ja, aber warum? Da! Könnte der mal sparen. Oh nein, was hat der nicht gemacht? Ich glaube, der ist unsinnig. Monster gefangen. Hast du da jetzt wieder rauskommen, oder? Aber ich spiele ihn besser. Ich hatte gerade einen Headshot gegeben mit meiner Pistole. Das hat dir 24 Crit-Schaden gemacht. Nicht geredet, oder? Doch, ich hab irgendwas mit Panel erzählt. Panel, der Panel ist. Das Panel so ein kleiner Panel ist. Das ist wirklich so ein winziger Panel. So ein richtig dummer kleiner Panel ist es. Findet mich nicht. Ihr Säcklein. Das Monster hat sich entwickelt. Du musst beim Strom redieren in der Nähe. Kann ich allein das sagen, weil du es immer so machst. Ja. Alter, dieser Mammutvogel, der wagt es einfach nur einen Sturm gerade zu geben. Dieser Oak ist gerade bei mir gewesen. Yeah. Stromrelais okay. Voll aufgeladen. Genau bin ich voll. Ich habe Bewegungsgeschwindigkeit als Waffe. Das ist jetzt nicht der beste Waffe für den letzten Kampf, aber besser als nichts nehme ich. Und dann gehe ich mal mit dem Heites Maximus. Ja,
Nein! Weniger Treibstoff! Töte ihn! Töte den Festgossens-Typen, der rumlaggt und sonst was. Oder Kakaobaum. Als erstes töten sollen. Mit der Schnappzunge. So, aber so hat das geklappt. Du kannst mit der Schnappzunge nicht umgehen, nicht so wie ja, ich. Ja, kann ich nicht, deswegen mache ich auch genau auf Dings, auf die Mauer mehr. Warum kommt, wenn ich einen Slash eingebe, immer das Steam-Menü? Keine Ahnung. Ja, Leute, war doch eine ganz gute Runde. Ich habe sogar letztendlich noch gewonnen. Und ich habe den CSGO-Typen umgebracht, weil der darf keine Werbung für CSGO machen. Ja, ansonsten hätte ich gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch einfach mal ein Like da. Teilt das Video mit euren Freunden, damit ihr seht, wie episch der Behemoth ist. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, wenn ihr wollt. Und ansonsten hätte ich auch gesagt, das war's mit der Folge. Arne, deine letzten Worte? Du kriegst irgendwie immer einfallsreichere letzte Worte, oder? Okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.